Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Passt jetzt nicht zur aktuellen Selbstliebe-Challenge, aber zeitlich muss es jetzt raus, weil das ist das News-Video für Dezember. Und ich habe mir eine Notiz in meinem Handy gemacht, weil ich diesmal wirklich einiges zu erzählen habe und nichts vergessen möchte. Deswegen starten wir. Was gibt es aktuell Neues? Zum einen ist nach monatelanger Arbeit endlich meine Homepage fertig. Und ich bin auch sehr glücklich damit. Ihr findet meine Homepage jetzt im YouTube-Banner oben verlinkt, aber auch immer unter den Videos. Und es ist wirklich empfehlenswert, die sich mal anzugucken, weil es doch dort auch etwas gibt, was ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Ich habe nämlich mit meiner tollen Illustratorin, die auch mein Kinderbuch illustriert hat, Affirmationsposter gestaltet. 4 verschiedene. Da könnt ihr euch entweder alle 4 runterladen oder das, was euch am ehesten anspricht. Und die könnt ihr euch dann, entweder speichert ihr es euch auf dem Handy ab und guckt euch es immer mal wieder an, oder ihr habt sie in der Wohnung hängen an einem Ort, wo ihr auch vorbeigeht und damit ganz easy und simpel im Alltag euer Unterbewusstsein positiv beeinflusst mit diesen wunderschönen Sätzen, die wir dort für euch zusammengestellt haben. Also das könnt ihr euch dort kostenlos runterladen. Und es gibt auch ganz tolle Erfolgsgeschichten von Leuten, die ich gecoacht habe, die mir so ein paar Fragen beantwortet haben. Also schaut euch gerne mal um. Und schreibt mir dann sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wie euch die Homepage denn so gefällt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Auf dieser Homepage findet ihr jetzt auch alle 4 Audiokurse. Das heißt, ich konnte die Landingpages quasi wegmachen. Und jetzt kann man die Audiokurse automatisch quasi jetzt über die Homepage bestellen. Dort findet ihr alle 4, also es gibt 4 und eigentlich soll es auch bei den 4 bleiben. alle 4 jetzt verlinkt, auch nochmal mit Informationen. Ich habe da auch nochmal neue Bilder zu gebastelt und so. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und was jetzt ganz aktuell ist vom zeitlichen her, wie auch schon im letzten Jahr, mache ich wieder einen Adventskalender über meinen WhatsApp-Verteiler zu den Coaching-Impulsen. Und zwar gibt es da jetzt wieder 24 Tage lang vom 1.12. bis zum 24.12. eine persönliche Sprachnachricht von mir an dich mit Impulsen, mit Meditationen, mit Übungen rund um die Themen Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstfürsorge, Weiblichkeit, Mama sein. Und in diesem Jahr könnt ihr auch ein paar Dinge gewinnen. Und zwar verlose ich zum einen einige meiner Audiokurse. Ich verlose Teilnahmen an den Gruppencoachings für 2019 und ich möchte auch wieder einigen von euch dieses Jahr Weihnachtskarten schicken und auch das werde ich da während des Adventskalenders verlosen. Das heißt, wenn ihr noch nicht bei meinen Coaching-Impulsen angemeldet seid, weil die Leute, die angemeldet sind, können natürlich automatisch am Adventskalender teilnehmen. Wenn du da noch nicht angemeldet bist und Bock hast auf so einen tollen Adventskalender, dann findest du jetzt den Link zur Anmeldung unten in der Infobox. Da kann ich auch gleich wieder auf ein neues Thema zugreifen, nämlich der Kursplan für 2019 für die Gruppencoachings steht jetzt. Das heißt, es steht jetzt schon fest, in welchem Monat wir welches Gruppencoaching zu welchem Thema machen werden. Das heißt, du kannst jetzt schon mal gucken, welcher Monat dich interessieren würde. Und vielleicht gewinnst du ja auch eine Teilnahme im Adventskalender. Und da kannst du dann natürlich dir aussuchen, an welchem Gruppencoaching du teilnehmen möchtest. Den Kursplan für 2019 findest du auch unten in der Infobox verlinkt. Der wird da auch immer stehen bleiben. Das heißt, du kannst da auch immer mal wieder nachgucken, in welchem Monat welches Gruppencoaching stattfindet. Und eine letzte Sache, dann haben wir es auch schon geschafft. Einige, die mir auf Instagram folgen, haben es im November schon mitbekommen. Ich habe etwas Neues eingeführt, und zwar die farbenfrohe Mama-Auszeit. Das ist eine Stunde, die wir miteinander verbringen werden, online. und es ist wirklich für euch gedacht, dass ihr einen festen Termin habt, eine Stunde für euch. Und in dieser Stunde machen wir dann zu verschiedenen Themen, also jeden Monat gibt es ein anderes Thema, machen wir Übungen, gebe ich euch Input zum Nachdenken, wird es Meditationen geben. Also einfach macht es euch schön, nehmt euch einen Tee, was Schönes zu schreiben und dann seht mir einfach zu, seid dabei, diese eine Stunde mit mir gemeinsam. Und ich finde das daher so eine schöne Sache, weil ich A, vielen von euch viel, viel Input, viel, viel Wissen geben kann. Dadurch kann ich es sehr, sehr günstig natürlich anbieten. Es ist eine Stunde im Monat nur für euch. Und ich bitte euch, wenigstens eine Stunde im Monat in euch
zu investieren. Und wir machen da halt wirklich ganz viel, was euch einfach Kraft schenkt, was euch Stärke schenkt, was euch hilft, bei euch zu sein, in eure innere Mitte zu kommen. Und das machen wir jetzt auch jeden Monat. Und da habe ich auch für die nächsten Monate die Themen schon mal unten in der Infobox verlinkt. Da kannst du schon mal gucken. Ich empfehle dafür immer, mir irgendwo anders zu folgen als noch zusätzlich auf YouTube. Also Instagram ist da immer sehr, sehr gut. Auch bei WhatsApp teile ich das immer mit, weil das werde ich nicht, glaube ich, nicht jeden Monat schaffen, hier auf YouTube dann immer zu erzählen. Ich versuche es aber. Auf jeden Fall auf Instagram und WhatsApp erzähle ich dann immer, welchen Monat, welches Thema zur Mama-Auszeit, wann ihr euch anmelden könnt, wann dann vor allen Dingen die Mama-Auszeiten sind. Also die sind dann immer am Wochenende zu einer entsprechenden Uhrzeit. Und ihr bekommt dann immer auch die Aufzeichnung von dieser Mama-Auszeit nochmal nachträglich dann per E-Mail zugeschickt. Das heißt, ihr könnt euch das im Nachgang immer nochmal und nochmal und nochmal angucken, was ich natürlich auch empfehlen würde, weil wir da auch einige Übungen machen. Ihr bekommt auch nochmal ein PDF, wo die Übungen nochmal zusammengefasst sind. Und die Meditation, die wir in den Mama-Auszeiten machen, bekommt ihr auch nochmal als Audiodatei im Nachgang zugeschickt. Ja, das waren jetzt super, super viele Informationen, aber es gab halt so viel Neues und ich habe auch schon lange kein News-Video mehr gedreht. Deswegen, ja, ich freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare, was ihr zu all dem zu sagen, zu erzählen habt. Freue mich auch darauf, euch bei meinem Adventskalender begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, Start 1.12. Ihr könnt euch noch bis zum 1.12. anmelden, auch noch nachträglich. Da würde ich dann versuchen, euch die Sprachnachrichten, wenn ihr mögt, der vergangenen Tage, wenn ihr die noch nicht hattet, noch zu schicken. Und ich freue mich jetzt unglaublich auf die anstehende Weihnachtszeit. Die Kinder sind schon total im Weihnachtsfieber. Also hier wurde schon darüber diskutiert, ob wir eine Landebahn für den Weihnachtsmann bauen müssen oder wie das jetzt hier funktioniert, weil wir ja so hoch wohnen. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten einfach vor unserem Balkon hält, dass er da gar keine Landebahn braucht, weil die Rentiere, die können ja fliegen und dann bleibt der Schlitten halt in der Luft. Und dann klettert er hier über unseren Balkon und bringt uns die Geschenke. Und da kam dann erstmal so, also für mich ist absolut logisch, dass der Weihnachtsmannschlitten halt sehr, sehr groß ist. Vince hatte halt so diesen kleinen Schlitten im Kopf, ne, den er halt von sich auch kennt. Da habe ich ihm dann das halt erstmal erklärt, ne, dass der halt sehr, sehr groß sein muss. Ungefähr so groß wie unser Balkon, damit da halt die ganzen Weihnachtsgeschenke reinpassen. Und umso älter die werden und umso mehr sie diese tollen Fragen stellen und diesen Zauber von Weihnachten einfach selbst spüren, umso mehr Spaß macht es mir tatsächlich auch selber. Und das ist wunderschön. Und ich wünsche euch jetzt auch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Kindern, mit eurer Familie. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.